Willkommen zurück bei Nino Kuni. Was müssen wir eigentlich machen? Ach ja, die drei Königreiche befreien, ne? Tja, ich glaube, mit den Leuten haben wir das letzte Mal geredet, ne? Schon wieder eine Zeit her für mich. Ja, ich glaube schon. Gut, dann müssen wir jetzt teleportieren. Wo war denn das? Zauberwesen? Nein. Eine alte Pracht? Nein, das war es auf jeden Fall auch nicht. Die Ahnung ist ganz toll. Portal, Schlucht, Reisen. Achso, Reisen hieß das. So, wir reisen nach Al-Kuwait als nächstes. Da müssen wir auch noch ein paar Sachen erledigen. Zum Beispiel die Welt retten. So ganz nebenbei. Aber das sieht ja schon cool aus von außen. Haben sie sogar so einen Nebel drum gezogen. Nicht schlecht. Mal sehen, wie es hier aussieht. Ob die Kulifin auch ein Monster ist jetzt? Ja, komm her, du blöder Zombie, Frosch, Mann, Typ. Was auch immer. Du kühner Krieger, so kühn siehst du aber nicht aus. Gut, wir greifen gleich mal an. Ich muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Damit wir hier zurechtkommen. Meine letzte Aufnahmesession ist schon wieder ein bisschen her. What? Achso, ich dachte, da stand 2000. Dabei war es 200. Das dachte ich schon. 2000 Schaden, das wir aber nicht. Nicht von schlechten Eltern. Ja, aber die Zombies sind auf jeden Fall kein Problem. Also, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Neue Stufen. Es geht voran. Ich will jetzt die Kulifin als Zombie sehen, unbedingt. Dann haben wir noch ein Töpfchen mit Gulden, wahrscheinlich 10. Das ist nicht so viel. Egal. Nehmen wir trotzdem mit. Du siehst komisch aus, du komischer Waschbär, Mann. Was? Eine flötende Verkäuferin? Ja, die sieht total aus wie eine Verkäuferin. Vor allem sieht sie total aus wie eine Frau. Naja, jetzt ist sie weg. Und Schaden machen die uns nicht wirklich. Die sind irgendwie ziemlich dumm. Alle gegen die hübsche Händlerin, die richtig, richtig hübsch ist. Also, wenn man sich in die nicht verliebt, dann weiß ich aber auch nicht. Also, da kann man sich nur verlieben. Guckt euch die mal an. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit. Na toll, noch mehr Zombies. Kommt, haut mal ab. Aber irgendwie, man merkt schon, Zombies sind schon in. In jedem verdammten Spiel kommen mittlerweile Zombies vor. Oder werden Zombies nachgereicht. Ich meine ja natürlich so Sachen wie Black Ops mit dem Zombie-Modus, ne? Dann bei Red Dead Redemption, das war schon länger her, aber Undead Nightmare. Hier gibt's Zombies. Dann lese ich gerade Black Butler. Habe ich gerade zu Ende gelesen. Also besser gesagt, einfach zu Ende gelesen bei den Mangas, die es halt gibt, so viele. Und da kommen natürlich dann irgendwann auch Zombies vor. Ich muss sagen, mir gefiel Black Butler, aber dann als Zombie ausbrachen, dachte ich mir, nee, irgendwie passt das nicht so ganz dazu zu Black Butler. Das ist doch ein bisschen zu fest auf den Zombie-Hype-Zug draufgesprungen. Weil einfach Zombies finde ich sonst auch geil, aber bei Black Butler war es jetzt irgendwie nicht so passend. Aber cooler Manga auf jeden Fall. Ja, wir speichern noch. Und ja, letztens ja auch gerade noch World War Z. Ne? Hat ja auch Zombies wieder. Dann, ja, sind zwar keine Zombies bei The Last of Us, aber sowas ähnliches, ne? Also das schon irgendwie immer in. Königin Lastitia. Ja, so. Die sieht auch ganz, ganz schön aus. Die gefällt mir nicht. Alter, guck dir mal diese Schabracke an. Oh Mann. Na komm, die kloppen jetzt auch zu klumpen. Das müsste doch eigentlich schon klappen. Soll ich mal einen Morgenstern draufballern? Mal sehen, was das bringt. 85 ist jetzt nicht so der Burner, ne?
Es hätte besser sein können. Die Augen sind interessant. Den Arsch will ich eigentlich gar nicht sehen. Ich gehe lieber wieder hier hin. Aber die streckt mir immer den Arsch hin. Und jetzt überrollt die mich einfach. Aber richtig viel Schaden hat die jetzt auch nicht gemacht. Wie viel bringt der Abendstern? Bringt das was? Oder ist das eher nutzlos gegen die? 357, ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Damit haben wir ihn ordentlich Schaden gemacht. Achtung, Leute. Achso, da drüben sind wir nicht. Wir sind hier, weißt du, liebe Rastitia. Die Krone noch am Horn. Die streckt uns immer den Arsch hin. Ich glaube, die will uns irgendwie anfurzen oder so, damit wir aus allen Wolken fallen. So, greifen wir mal ein bisschen an. Kommt, Leute. So, 3 Schaden ist jetzt irgendwie nicht so geil. Machen wir lieber nochmal einen Abendstern. Der bringt mehr. Ich bin schneller als du. Die hat bestimmt auch wieder mehrere Formen, oder? Weil, wenn das alles ist, was die drauf hat, dann ist das voll easy. Und die schießt immer daneben, Mann. Ist die blöd? Die ist ein bisschen dumm, glaube ich. Komm, greif mal an. Ah, Hilfe, sie will mich fressen. Ah. Du blöde Kuh. 38 Schaden. 38 Schaden gefällt mir ganz gut. Scheiße, 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 scheiße. Das war jetzt ein bisschen deftig. Heilen wir gut. Ja gut. Das hat... Wollte mich heilen, aber das hat Esther schon mit... Oh, übernommen. So nicht. Diese dumme Tusse. So, greif mal an. Ich glaube, ich schmeiß einen Abendstern drauf. Das kann ich nicht mehr. Gut, dann lass ich es einfach sein. Was für ein... Aber das kann doch nicht alles sein, was sie drauf hat, oder? Das ist doch voll läppisch. Jetzt rollt sie einfach weg. Kommt, Leute, kommt. Die machen wir jetzt fertig. Aber wenn das wirklich alles war, was du drauf hast, dann gratuliere ich dir. Du warst voll easy. Edi, kann ich das immer noch nicht so glauben. Ja, jetzt rollt sie doch dann bestimmt wieder. Nein, tut sie nicht. Komm, greift an. Du auch, Totoro. Alle bitte, alle voll drauf. So, war's jetzt das? Nö, jetzt wird sie erst recht wütend. Ah, jetzt steht sie. Aber da hat sie schon wieder daneben geballert. Verdammt, sieht ganz aus, als hätte sie vor, dich zu rammen. Pass bloß auf, Olli, die ist echt ein dicker Brocken. Hm, wenn sie noch mehr wiegen würde, dann käme sie vielleicht gar nicht mehr hoch. Los, Mann, versuch sie mit dem Zauber zu beschweren. Gute Idee. Da haben wir doch was. Und zwar Ballast. Wie wär's damit? Scheiße, ich konnte die anderen nicht verteidigen. Fliegende Kuh. Ii. Was machst du denn da? Willst du dich auf uns setzen? Willst du noch einen Ballast? Hier. Au. Sollst mich nicht angreifen. Ich glaube, ich brauche mal Proviant. Was haben wir denn noch so? Ah, komm, Espresso. Au. Der Arme. Mal Ballast. Nein, nicht ein Feuerball. Ich wollte einen Ballast setzen. Ist fehlgeschlagen. Toll. Mach nochmal einen Abendstern, damit wir hier immerhin ein bisschen mehr Leben abziehen. Genau in ihrem Kopf. Na, das tut doch weh. Nee. Leider macht es nicht mehr Schmerzen als der andere Angriff. Naja, egal. Kriegen tut sie uns trotzdem nicht. Wir könnten auch entfesseln. Braucht aber auch viel Magie. Na egal, machen wir mal. Ich will mal sehen, wie viel das denn so bringt. Und es sieht halt einfach cool aus, das muss man zugeben. Der Wolf ist einfach sau cool. Und es bringt, es bringt, es bringt, es bringt 223. Naja. Konnte ich Olli noch verteidigen? Hat es noch gereicht? Ich glaube nicht, verdammt. Nein, jetzt bin ich... Nein, jetzt sind alle betäubt. Nein, 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 au.
Lauf, Olli! Wir müssen uns heilen! Heile der Hand! So, damit hättest du nicht gerechnet, was? Du hast nur noch die Hälfte deines Lebens. Das ziehen wir dir auf jeden Fall auch noch ab. Aber zuerst mal Esther heilen. Weiße Wolke, ja, mach nur. Wir haben sich gleich verteidigt. Die greifen auch mal wieder an. Der Toro zieht sich da immer ein bisschen Leben zurück. Das ist natürlich geil. Achso, jetzt hätte ich nicht verteidigen drücken sollen. Denn sie hat sowieso daneben geschossen. Wenn sie jetzt die fliegende Kuh macht. Doch, jetzt kann ich wieder verteidigen. Gut. Ich versuch's nochmal mit Ballast. Fehlgeschlagen. Toll. Aber sie hat ja gar nicht mehr so viel Leben. Ja, schieß doch daneben, oder? Ich setz nochmal einen Abendstern. Er braucht zwar viel Magie, aber dafür ziehen wir auch ganz ordentlich ab. Das hat sie ja verdient. Bam, komm, explodier. Wunderschön. So, jetzt fehlt aber wirklich nicht mehr viel. Na komm, mach doch mal deine fliegende Kuh-Dingens. Dann machst du halt immer weiße Wolke, oder ist mir auch egal. So, Toro, bist du bereit? Wir müssen hier noch ein bisschen abziehen. Nicht mehr viel. Dann haben wir sie. Kommt schon, Leute, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ja, ja, ihr schafft es, ihr schafft es, ihr schafft es. Ja! Und das war's. Für dich. Gute Nacht, die war jetzt auch nicht so schwer. Eigentlich keine Probleme zu verzeichnen. Die Attacken waren eher läppisch. Vor allem, weil sie immer daneben gespuckt hat. 1200. Ja, Gulden haben wir jetzt endlich mal ein bisschen viel. Erleuchtung. Was bringt denn das? Befreit den Geist des Anwenders und verstärkt den magischen Angriff. Ja doch, komm, gegen den Sandstreuer. So, Pia, jetzt bist du an der Reihe. Befreie diese Stadt von ihrem Unheil. Hä? Meine Güte, wir fühlen uns, als seien wir aus einem sehr langen Traum erwacht. Oder vielleicht aus einem ganz kurzen? Wie verwirrend. Ein Traum von einer schrecklichen Rinderbestie. Wir sind nicht amüsiert. Aber du bist doch eine Muku. Oh, welch bezauberndes kleines Ding du doch bist. Woher kommst du denn? Königin Lastitia, seid ihr verletzt? Oh, du meine Güte, dieses ebenmäßige Antlitz, diese funkelnden Augen. Der große Weise aus Schweinfurt, wie ihr leibt und lebt. Junger Mann, euer Porträt wird euch nicht gerecht. Ihr seid eine Offenbarung, eine Vision. Oh ja, sie hat ein Bild von ihm, nicht? Irgendwie peinlich. Majestät, ich hoffe, ihr seid unverletzt. Uns geht es hervorragend. Vielen Dank, Abula. Du solltest dir viel mehr Sorgen um den Zustand unserer geliebten Stadt machen. Spute dich, bring uns Neuigkeiten von unserem Volk, sofort. Ja, eure Majestät, euer Wunsch ist mir Befehl. Wir sollten zurück auf den eisernen Drachen, Oliver. Aha, sollten wir. So. Damit hätten wir Al-Kuwait auch gerettet. Fehlt eigentlich nur noch Schweinfurt in unserer Liste. Und die weiße Königin. Jetzt bleibt nur noch ein Königreich zu retten, was? Aber ich bin immer noch ganz platt wegen Pias Magie. Sie ist ja ein richtiges kleines Kraftpaket, was Magie angeht. Hihi, echt? Ja, ihre Magie lässt sich nur als wunderbar beschreiben. Der Zauber Läuterung erfehlt dem magischen Begleiter. Oh, was ist mit der Blume? Wir haben doch gehofft, dass wir noch eine Blume finden, wenn wir diese Kristalle zerstören, oder? Ich enttäusche euch nur ungern, aber ich habe mich kurz umgesehen, während ihr mit Kämpfen beschäftigt wart und ich konnte nichts finden, Mann. Da war eine Blume. Seht, sie ist hier.
Voll unlogisch. Ich konnte keine Blume finden. Wo ist die Blume? Und sie trägt sie die ganze Zeit in den Händen. Naja. Was? Wo zum Kuckuck hast du die denn her? Meint ihr, dass vielleicht nur Pia sie finden kann? Das würde Sinn ergeben. Sie scheint irgendwas mit ihrer Vergangenheit zu tun zu haben. Ich frage mich, ob diese hier und ein bisschen, ob diese hier uns ein bisschen mehr über sie erzählen wird. Kann schon sein. Es macht mich ein bisschen nervös, was wir vielleicht herausfinden werden. Sag mal, Pia, könntest du sie uns zeigen? Klar kann ich. Hier. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. ねえ、オムス聞いて。評議会がやってること、あれは正しいの？騎士団長さんがね、話してるの私聞いちゃったの。今の王国は最悪だ。民は貧しさと飢えに苦しみ、町のあちこちで人々が生きたいてるって。ねえ、評議会の言ってることと違うのはどうして？どっちが本当のことなの？ 教えて、おむす。困りましたな。女王があのようにやる気を出されてしまうと、この国がすでに私たちの手に落ちているということ、それも民に知られかねないわね。女王の議会への参加、その程度許してやろうではないか。 あのような無知な小娘、これまで通り騙し続ければよいだけのこと。ふん、責任は全て女王に押し付けたままでな。ええ、それがよろしいですな。あくまでいかさず殺さずということでございますな。<笑><笑> Was für fiese Gesellen doch. Otosama, oyorokobi kudasai. Honjitsu, hyogikai ga kettei kudasatta no desu. Watashi wo ousei ni sanka sasete kudasaruto. Kore de watashi mo kono kuni no tame ni hataraku koto ga dekimasu. Watashi wa imamade no jibun wo hansei shiteimasu. Tami no koto wo daiichi ni kangae, hinkon to arasoi wo konjetsu surukoto ni 勤めたいのです。お父様、古の魔法には人々を苦しみから救い、夢を叶えるものがあると聞きます。見ていてください、お父様。人々に希望をもたらす伝説の魔法、私はそれを必ず会得してみせますから、この王国の多くの民に希望の光をもたらすために。 Hä? War das Pia? Aber die war doch erwachsen, Junge! Dann war das nicht sie? Komm schon, sieh sie die an. Wenn sie so alt ist wie das Mädchen, das wir eben gesehen haben, wird sie genauso aussehen. Glaubst du? Glaubt ihr, wir haben eben ein Ereignis aus Pias Zukunft gesehen? Wenn das der Fall wäre, würde ihr Königreich noch irgendwo existieren. Ich frage mich, wo es sein könnte. Da dachten wir, wir würden endlich die Wahrheit über Pias Identität erfahren. Aber das Ganze scheint nur noch rätselhafter zu werden. Tja, eines weiß ich mit Sicherheit. Dieser Rat der Zwölf ist mir nicht geheuer. Den traue ich nicht über den Weg. Die führen bestimmt nichts Gutes im Schilde. Ja, arme Pia! Also hier rumzustehen und groß zu schwatzen bringt uns gar nichts. Da draußen gibt's wahrscheinlich noch mehr Blumen. Gehen wir los und finden sie. Du hast recht, Pia, du sagst uns Bescheid, wenn du wieder eine Blume findest, oder? Ja, ich finde noch eine für euch. Dann müssen wir zum letzten der drei Königreiche. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Du erhältst die Blume der Zuversicht. Sehr schön, und wir speichern mal. Tja, ist Pia aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist? Oder warum ist sie wieder klein geworden? Das war eindeutig Pia.
Aber das kann eigentlich nichts Zukünftiges sein. Oder ist sie aus der Vergangenheit in die Zukunft gereist? Warum ist sie aber dann nicht erwachsen? Ja. Fragen über Fragen. Die werden irgendwann schon noch geklärt. Vielleicht ja schon morgen in der nächsten Folge. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.